Eine grandiose Veranstaltung, gefällt mir ganz gut. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten herrlich. Ja, super. Es ist nicht, Gott sei Dank, nicht so heiß und keinen Sonnenbrand kriegen wir auch nicht. Das ist einmal wichtig. Das Wetter ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber solange es nicht schlimmer wird, sind wir gewappnet. Und ich sage mal so, die Veranstaltung lassen wir einfach runterlaufen, wie es ist, und wir machen unseren Spaß. Die Stimmung passt zur 20. Auflage der Nostalgie. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, fast 90 Teilnehmer sind nach Zell am See gekommen. Nicht nur aus Österreich und Bayern, auch aus Slowenien und Tschechien kommt man zum historischen Skitreff. Von diesem Erfolg hätte vor rund 20 Jahren niemand zu träumen gewagt. Wie wir das 2004 begonnen haben, haben wir nicht über 20 Jahre oder 10 Jahre nachgedacht. Wir haben gedacht, wir machen einen schönen Tag mit Nostalgikern. Jedes Jahr sind sie wiedergekommen, haben Freunde mitgebracht und haben unsere Veranstaltung gerne besucht und Freude dabei gehabt. Und so hat sich das entwickelt. Sogar Zells Bürgermeister selbst steigt auf die Bretter, wenn auch seine Skier nicht ganz so historisch sind wie andere. Es gibt verschiedene Klassen und ich fahre in der Olympiaklasse mit und ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, und in der Olympiaklasse, da fühle ich mich wohl, und daher habe ich auch schon seit 5 Jahren diese Klasse gewählt. Während die Nostalgie für die einen Routine ist, ist sie für andere Neuland. Und so stehen selbst Skilehrerinnen vor neuen Herausforderungen. Retro-Skier und ein paar lustige Steck. Schau her, ganz schief. Und die Fangriemen, naja, besser mit den modernen, aber wird schon gehen, gell? Hauptsache, die Bindung geht nicht auf. Schon mal geübt oder deine Premiere? Nein, heute zum ersten Mal, als Kind schon. Also irgendwie remember it and then you go. Gerade an die Historie des Skifahrens wird bei diesem Event erinnert. Da bleibt die Frage, nutzt man nun lieber das alte oder doch das moderne Material? Ich fahre lieber mit den alten Ski ohne Kanten, weil da kann es mich nicht verkanten. Ich bleibe auf alle Fälle bei den alten. Die alten Skier liegen also hoch im Kurs. Zum kleinen Skirennen auf der Schmitten geht es dann allerdings mit modernerer Technik. Damit kann man für die nächsten 20 Jahre nur alles Gute wünschen.